Ich denke mal, jetzt lese ich mal die Dex-Einträge vor, die ich gerade bekommen habe. Das erste war ein Pichu. Woher kommen die in Ditto? Es ist dazu imstande, seine Zellstruktur so zu verändern, dass es sich in alles verwandeln kann, was es sieht. Seine Backtaschen sind noch recht klein, weshalb es nicht allzu viel Elektrizität darin speichern kann. So, und die anderen waren bei irgendwas um 400. Bougelin. Seine gut ausgeprägte Schwimmblase lässt es auf dem Wasser treiben, wo es Ertrinkende zu Hilfe kommt. Form und Farbe dieses Pokémon unterscheiden sich je nach Habitat. In Sinnoh wurden zwei Varianten nachgewiesen. Sein biegsamer Körper enthält einen keinen einzigen Knochen. Wird ein Körperteil abgetrennt, wächst es sofort nach. Praktisch. Wenn man Deoxys könnte man hier seine Verwandlungen. Der müsste ja auch irgendwie integriert sein. So, aber gehen wir erstmal. Quellenpfad. Hier waren wir glaube ich noch nicht, oder? Was ist das eigentlich? Ach, das ist. Habe ich das gemalt? Bringen wir mal Licht ins Dunkel. Drei Säulen zum Schlafenden. 30 nicht überschreiten.
Ich weiß nicht, ob es hier Gegner gibt. Ich durch! Eine Säule. Zwei Säulen. Sollen. Just for the rules. For the rules. War ein Versuch wert. Aua. Schieben halt bitte eine Attacke aus oder so. Wir brauchen einen Paralyse-Experten. Flug, oder? Ne, das ist ein Drache, Geist, oder? Keine Ahnung. Okay. Ne, schon. Hör auf, die Verteidigung zu schwächen! Ein Finsterball. Aber jetzt Leitteiler macht, heilt er sich ja wieder mit. Na komm, Flammenwurf weg. Auch wenn Flammenblitz tödlich enden könnte. Für Giratina wurde ein Antrag im Pokédex angereicht. Ein Pokémon, das in einer Welt auf der Kehrseite der unsrigen leben soll. Es tritt auf altertümliche Friedhöfen in Erscheinung.
Gibt es noch eine Möglichkeit, auch seine Form zu ändern? So. Kann ich auch mit dem Fluchtseil hier raus? Okay. Wir müssen weiter. Ja, wir surfen da jetzt. Ich versuche aber den Gegnern auszuweichen, ne? Weil das sind halt so Low-Gegner. Das macht keinen Sinn, gegen die zu kämpfen. Aber wenn man jeden Gegner mitnehmen kann. Oh. Nun gebe ich beim Schwimmen eine anmutige Figur ab. Wir hätten nämlich hier schon längst hin. Aber ich glaube, man hätte da nicht fliegen können. Schwimmer Leon fordert dich heraus. What? Arashi, mach mal hier irgendwas Schmerzhaftes. Aber wie gesagt, ich glaube hier nicht, dass das heute irgendwie. Schaffen, was ich vorhab. Morgen werde ich aber, denke ich mal, wirklich nicht kein Final Fantasy 14 spielen. Da suchen wir uns dann andere Spiele aus. Schon allein, weil ich später erst antanze. Letztendlich fühle ich mich doch etwas erschöpft. Ich wollte doch nur den Ball. Ich muss ihn ansprechen. Es tut mir leid, Leute. Hey, ich angle gern. Aber meine wahre Liebe gehört dem Kämpfen. Heute machen wir in Final Fantasy 14 aber auf jeden Fall die Story weiter. Darauf freue ich mich schon. Mal sehen, wie weit wir kommen. Ach, ich hätte eigentlich das Pokémon wechseln können, aber ach, Arashi macht das alleine. Warte mal, das ist ein fliegendes, ne?
Energie übertragen wird. Auch wenn das Level, der Levelunterschied krass ist, es hätte Ableitieb überlebt. Also die meisten Pokémon besitze ich ja in Home. Da besitze ich über 800 Arten. Mittlerweile gibt es ja 900. Leider kann ich noch nicht drauf zugreifen. Mal sehen, vielleicht mache ich noch mal einen extra Part, wenn Februar-Update kommt für Home. Obwohl... Stimmt, so ein extra Part mit Pokédex-Einträgen. Wenn ich mit dem Home die ganzen Pokémon übertrage. Das wär's doch, ha? Platsch. Und bei Legend Arceus mache ich das auch. Legend Arceus kommt ja auch schon im Januar. Na komm, let's go. Willst du zum Hamanazu-Park? Es ist nicht fair, dass du noch vor einem Pokémon-Sammler wie mir dorthin darfst. Der Hamanazu-Park! Da wollen wir hin. Da werden wir heute auch noch hin. Ich denke mal, die 800 Leute, die ich vor mir habe, noch in der Liste, das brauchen wir. Einfach weggebrüllt. Ich muss auf jeden Fall ein Yanma und ein Skorgla fahren. Für Yan... War es ein Yanmega, was mir fehlt, oder ein Yanma? Noch mal kurz gucken. Einen Teddy Ursa könnte ich auch fangen. Schneckmark Fumpy. Ich glaube, die gibt's auch hier. Die ganzen Starter wird nur schwierig. Aber ich gebe mein Bestes. Ich glaube, die ganzen Starter sollten auch fangbar sein. Du bist ein sehr enthusiastischer Trainer. Kannst du mal sehen. Komm. Man bezeichnet mich als Ass-Trainer. Ich demonstriere dir nun die Fähigkeit, die mir diesen Titel eingebracht hat.
keine Chance mit den... Ich will noch den Ball haben. Kreuzschere. Da wären wir. Da will ich rein.